Jo, was für ein Abenteuer. Das ist mein Look zu den Nix Face Awards 2019, dem Finale Wonderland After Dark. Ich bin so fertig, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe tatsächlich die kompletten 2 Wochen, die wir dafür hatten, einfach durchgearbeitet. Also die 2 Wochen, die ich dafür hatte. Ich habe quasi nicht geschlafen, gar nichts gemacht. Einfach nur, um euch zu beeindrucken, um euch einfach was richtig Geiles zu zeigen. Was ihr da gerade seht, ist quasi mein Kostüm, was ich gemacht habe. Und zwar, weil ich ja ein dicker Klumpe bin, habe ich quasi mit einer optischen Täuschung gearbeitet. Und zwar ein schwarzes T-Shirt angezogen und diesen schlanken Körper gebaut, damit ich die Illusion von einer Skinny Legend gebe. Hier seht ihr das richtig creepige. Ich habe mein Gesicht abgeformt in 2 verschiedenen Positionen. Mit Silikon ausgepinselt die Form, mit Bauschaum ausgesprüht und danach geschminkt, wie das Make-up, was ich vorher an mir selber gemacht habe. Man soll sich nicht selber loben, aber das war unglaublich beeindruckend. Die Köpfe stehen hier immer noch und gerade die Red Queen of Hearts, meine ich natürlich, hat mir so angetan. Wow, dieser Zylinder. Okay, es ist ein bisschen kacke, dass ich über meine eigenen Sachen schwärme, aber ich bin immer noch hin und weg davon, weil ich selber so ein großer Fan bin. Jo, ich habe euch 4 Looks insgesamt dahin gehauen und habe noch unglaublich viele Requisiten und Viecher gebastelt, wie ihr ja gesehen habt, weil ich mir einfach dachte, so, oh, es sind ja die Face Awards, nicht die Body Painting Awards, also anstatt mich zu Body Painten und einen krassen Look zu machen, habe ich gedacht, ich gebe euch wirklich Face. Und da habe ich einfach gesagt, so viele Gesichter wie möglich und richtig kreative Make-ups. So ein Mad Hatter wie den ich da gemacht habe, habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe selber ganz Pinterest durchgesucht und geguckt, was gibt es für geile Mad Hatter-Interpretationen. Ist mir aufgefallen, jeder kopiert einfach nur den Tim Burton Mad Hatter. Ja, und da habe ich gedacht, so, da muss was Neues kommen. Habe mich mit dem Mad Hatter so richtig ins Zeug gelegt. Die Red Queen natürlich auch. Habe da richtig viel Drag Queen in die ganzen Looks mit reingepackt und die richtig krass gemacht. Hier seht ihr gerade, wie ich den Twisted Alice Look schminke. Auch da große Cut Crease, keine Augenbrauen. Ich habe viel mit diesen Runen gearbeitet, um es sehr, sehr mystisch zu machen. Und diese Paper Lashes. Ich kriege keine Luft, wenn ich die sehe. Die sollen richtig spinnenmäßig spidery aussehen. Und das hat ja wohl geklappt. Ey, diese Wimpern, die muss ich auf jeden Fall weiter shooten. Wie man Paper Lashes macht, das findet ihr tatsächlich in einem an meiner anderen Videos. Verlinke ich euch unten. Hier seht ihr zum Schluss nochmal, wie ich aus Bauschaum die beiden Figuren geschnitzt habe. Aber ich will gar nicht weiter über das reden, was ich hier gemacht habe, sondern einfach nur mal über diese Experience. Ich habe nachgerechnet, es sind an die 150 Stunden Bauzeit da reingegangen. In alle Figuren, in alle Kostüme, in die Make-ups. Die Perücken habe ich überhaupt nicht mit reingenommen. Ich habe euch noch niemals gezeigt, wie ich die Köpfe bemalt habe. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel für mich selbst gearbeitet, aber ich glaube, ich wollte in meinem ganzen Leben auch noch nie irgendwas so sehr wie diesen Sieg. Ich bin sprachlos, mir fällt nichts ein. Ich habe so viel Herzblut und Liebe in diesen Look gebracht oder in diese Looks. Ich hoffe, euch gefallen sie auch. Ihr müsst am Wochenende auf jeden Fall noch fleißig für mich voten. Den Link und alles kriegt ihr in meinem Instagram. Und jetzt sage ich euch nochmal vielen Dank fürs Augenschauen.